Ja, ihr Lieben, wir begeben uns wieder mal mit Seville auf die Reise und sollten nun die am Boden zerstörte am Boden zerstörte Schauspielerin etwas trösten, ne? Weil die ist total unglücklich. Immerhin hat Seville sie ja mit einer frischen Tomate beworfen. Ich meine, ist es nicht schlimmer, jemanden mit einer frischen Tomate zu bewerfen, als jemanden mit einer faulen Tomate zu bewerfen? Na, das gilt's zu erforschen. Also ich finde die faule Tomate ja viel, viel hygienisch unkorrekter. Aber ja. Hygienisch unkorrekter. Ich fasse es nicht, dass ich schon wieder so schreckliche Kritik einstecken musste. Man hat mich mit Gemüse beworfen. Meine Sangeskünste kommen immer super an. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und schauspiele, dann hagelt es vernichtende Kritiken. Da will man doch am liebsten mitheulen. Hör doch bitte auf zu weinen. Du bist eine gute Schauspielerin. Wirklich? Nein, das war ein Witz. Seville! Oh no. Ah nee, kann man ja nicht nehmen. Ist gut, ist gut. Komm, nochmal reden mit der. So, Pixel Hunting. Mal anders. Was gibt es denn noch? Ach, hör doch bitte ja nicht auf zu weinen. Du bist eine gute Schauspielerin. Wirklich? Nein, das stimmt zwar nicht, aber ja. Danke. Das baut mich etwas auf. Lecker. Bin ich wirklich eine gute Schauspielerin? Nein, sie will dich nur aufbauen, damit wir es umso süßer... Was? Dann wird es umso süßer, dich wieder auf dem Boden der Tatsachen zu holen. Oh, sie will, du bist natürlich so gemein. Danke, du bist wirklich ein toller Fan. Aber ich muss schon zugeben, das Schauspielern liegt mir nicht so im Blut wie das Tanzen. Warum lässt du es dann nicht einfach sein? Ich bin sicher, du bist eine meisterhafte Tänzerin. Hm? Wo geht's dir denn jetzt hin? Ah? Danke. Ich würde dir das gern beweisen. Allerdings geht es ohne Musik schlecht. Wenn ich musikalische Untermalung hätte, könnte ich dir einige meiner famosen Pirouetten vorführen. Ich verzichte freiwillig, aber erstmal das Taschentuch nehmen. Bei dem Taschentuch klingelt's bei mir eigentlich sofort, denn könnt ihr euch noch an den Ratsvorsteher erinnern? Der hatte doch so einen Schnupfen. Vielleicht sollten wir dem das Taschentuch bringen, ne? Vielleicht ist er dann ganz nett zu uns und ja, und vielleicht fällt's ihm nicht auf, dass da schon jemand reingerotzt hat. Weiß man's. Ja, mal Doppelklick, der müsste dann gleich hier sein, irgendwo der Ratsvorsteher, ne? Der war hier, hier, der da. Aha. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der benötigt das. Also es ist ein bisschen Pixel-Hunting hier. Nicht so genau. So. Da, der hatte doch irgendwas. Oh, da ist eine Brechstange. Na, jetzt gibt man ihm erstmal das Taschentuch. Dann muss er nicht mehr rumniesen. Nimmt das? Ja! Cool! Oh, lecker! Rotzvermischung. Ah, vielen Dank! Genau das, was ich brauche! Können wir jetzt die Brechstange da? Können wir die nehmen vielleicht? Tut mir leid, aber ich brauche die Brechstange später selbst. Die Tür der Ratshalle klemmt des Öfteren. Können wir uns die Brechstange denn ausleihen? Nun ja, da ihr so freundlich wart und mir ein Taschentuch gegeben habt. Aber dass ihr sie mir auch ja wiederbringt. Ja, klar. Aber natürlich. Sicher, sicher. Das machen wir. Soll doch ich dich glatt ab nun Mrs. Freeman nennen? Wie kommt er jetzt da drauf? Seville, du bist manchmal so ein Arschloch. Manchmal. Immer. Eigentlich. Passiert. Das Spiel auf Sibyls Arschlochhaftigkeit. Ja? Also gehen wir wieder da rein. Was könnten wir jetzt machen mit der Brechstange? Den Automaten aufbrechen?
fraglich, ob das geht, aber es wird orange angezeigt, also gutes Zeichen. Wunderbar! Das wird nur einen Moment dauern. Civil, ich kann nicht zusehen, wie du hier einfach stiehlst. Dann schau doch weg. Oder noch besser, steh schmiere und warne mich, wenn jemand kommt. So herrlich böse. Los, Civil, gib dein Bestes. Kugelförmig Büsche, ja? Und passiert nichts. Ah doch. Geld. Gold. Liebe Kinder, nicht im Nachmachen. Ein Berg Goldmünzen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also mir graut vor dir. Ja, aber ohne diese Münzen können wir das Grammophon nicht bezahlen. Und ohne das Grammophon bringen wir die scheiß Schauspielerin nicht zum Tanzen. Und dann, was ist dann? Dann können wir hier Schluss machen, liebe Lilly. Also, manchmal muss man eben ein Schwein sein in der Welt. Nicht wahr? Civil würde mir sofort recht geben. Meine Liebe. So, gibt's Kohle. Und, nun? Ja, nicht schlecht. Aber sag mal, du hast noch mehr Goldmünzen, oder? Nee. Ja, warum? Lilly! Wirf noch eine ein. Hey, eine muss reichen. Soll ich nun spielen oder nicht? Na gut. Ach, Lilly, unser ganzes Geld, was soll das? Geh ein bisschen sparsam um. Mehr. Nein. Schwarze Bildschirm, es ist zu grausam. Das war die letzte. Du Monster. Oh, Sibyl. Okay. Hat die gerübst? Leute, das war nicht ich, ne? Das war ja, das welch wunderbare Musik. Meine Füße bewegen sich praktisch von selbst. Oh Gott. Kann die uns nicht verschonen. Muss die aufs Klo? Sieht aus, wie wenn die jetzt echt ganz dringend pipi müsste. Rede mit motivierter Schauspielerin, komm. Oh, diese Musik. Meine Beine bewegen sich von ganz allein. Jetzt müsste nur noch das Licht angehen. Das Licht angehen. Sollen wir versuchen, die Leiter runter zu grapschen? Die Idee. Oh, Super Mario Hosen. Cool. Mario Luigi Hosen. Nicht übel. The Mask. Kann ich da oben bestimmt die Scheinwerfer verstellen? Ah, Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung für das Licht. Erst den kleinen Nippel durch die Lasche ziehen und so weiter, bla bla bla. Ah, hier unten wird's interessant. Mit der Steuerung kann das Licht in alle vier Richtungen bis zu einem gewissen Winkel bewegt werden. Toll. So aufschlussreich ist das jetzt aber nicht. Ja, du musst es auch ausprobieren, Mädel. Probieren wir's aus. Aha. Die läuft da jetzt hin. Ja? Oh. Wenn ich rechts drücke, dann so. Drücke ich mal links. Ah ne, dann geht's wieder zurück. Na toll. Wenn ich so drücke, geht's nach hinten. Irgendwie stimmt das hier nicht so richtig. Ach, kack. Deckt sich das denn bitte aus? Hier. Ah, jetzt habe ich sie drüber. Und was war die Falltür? Das war hinten nur die Bewegung und das war die Falltür, glaube ich. Machen wir mal. Tschüss. Oh, sind wir böse. Wir sind so böse. Wir sind so böse. Warum sind wir nur Civil? Och nö, jetzt hat die Musik aufgehört. Die hat mir doch so gut gefallen. Ah, gut. Komm, Civil, wir gehen und schauen, was die Dame da fallen lassen hat. Nimm Abholschein für die Wäsche der Schauspielerin. Jetzt wird's interessant. Hoffentlich keine Unterwäsche. Ein Abholschein für Dr. C's Wäschesalon. Dr. C! Den kennen wir doch noch!
Können wir Sibylle auf die Falltür stellen? Eine geheime Falltür. Das hört sich doch nach mehr Spaß an, als ich gedacht habe. Vielleicht würde mir eine Aufführung doch Vergnügen bereiten. Ich hoffe, der Grund ist, dass du dich für die Kunst interessierst. Natürlich. Ja, Dr. C, den kennen wir doch noch von... Ach, ihr wisst schon. Jolio, El Jolio. Der coole El Jolio. Na, kommt schon, wir müssen zu El Jolio. Na, wo ist er denn, der Knabe? Dem geben wir mal den Abholschein und dann gucken wir, was wir bekommen dafür. Unterwäsche. Gebrauchte. Hallo, wir haben hier diesen Abholschein für die Wäscherei von Dr. C. Ah, wunderbar. Hier ist eure Wäsche. Denkt daran, nur bei der Jolio wird die Wäsche weißer als weiß. Ich wusste gar nicht, dass man bei dem Wäsche waschen kann. Und vor allem, der wäscht die doch bestimmt damit Haarwasser. Cool. Bist du dann Dr. C? Oh, nein, nein. El Jolio arbeitet nur für die Wäschereikette von Dr. C, jawohl. Da befällt El Jolio an, dass ihr gratis Waschmittel dazu bekommt. Hier, bitte. Was, echt cool, das Rüberwachsen. Von dem kriegt man irgendwie nur gratis Zeug, hä? Ja, aber... Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So. Ja, jetzt haben wir ein Waschpulver und ein Feenkleidersatz. Gehen wir mal nochmal im Feenhaus. Vielleicht finden wir da noch was. Ah ne, das machen wir das nächste Mal. Noch mal kurz. Der ist echt, die sind gleich groß fast. Autsch! Du widerlich garstiges Biest. Oh, freundest dich einfach nicht mit der Katze an, ne? Okay, an der Stelle machen wir Stopp. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Denn irgendwie müssen wir aus Sevilla eine Fee machen. Das könnte spaßig werden. Ciao.